Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3 von Shadowlord. Im letzten Part haben wir die Totenbeschwörerin angefangen, die neue Klasse. Und hier habe ich ein bisschen schon von Mechaniken erzählt, wie dieses Spiel so für uns bereitet. Mal sehen, wie es wird und warum spreche ich immer so hoch? Ja, und weiter geht's. Wir sollen... Ah, hier haben wir eine... Der feuchte Keller, glaube ich, oder? Ja. Wie gesagt, das ist eine von diesen Sachen, die halt immer zufällig generiert sind. Oh, da sind Gegner noch. Ah, eine weitere abscheuliche Mutter. Die Mutti. Das ist ja gut. Der Golden sammelt für uns Gold ein. Das ist nett. Eine Stoffhose angelegt. Hm, sehr schön. So, aber gehen wir jetzt mal in den feuchten Keller. Wie gesagt, das ist eine von diesen Dungeons, die zufällig platziert, nicht generiert werden. Wie gesagt, generiert sind sie eh alle schon. Aber halt, ob sie kommen, das ist... Mehr oder weniger Zufall. Mehr oder weniger, wie gesagt. Vielleicht sollte ich wieder die Knochen stark nehmen. Ah, ja, stimmt, ich hätte gleich heute vergessen. Die Kiste ist doch. Sag mal, die Kiste ist der Fall, wenn ich mich erinnere. Gut, da ist die Stoffhose, die haben wir schon angelegt. Nebenhand. Ah ja, da hat sie solche Fetische, glaube ich. Und ich bin in falschen Fenster. So, da will ich hin. Ich setze mal wieder die Knochen. Nein. Knochenstachel. So, ich kann theoretisch auch, das habe ich so eingestellt. Kann ich auch die Skills auf eine andere Tastenbelegung machen, aber ich finde sie so ganz in Ordnung. Ah, die Stoffhose ist sogar besser. Technisch gesehen. Ah ja, die hat. Was mache ich doch mal Vergleich da. 2 Leben pro Sekunde und pro getöteten Gegner. Sie hat einen Effekt. Ja, das ist ja klar, dass ich ja nehme. Weil jetzt generiere ich immer Leben. Sweet! Oh, Leben generieren ist immer eine gute Sache. Ich finde es ehrlich gesagt auch gut, dass ich nichts freigeschaltet habe. Ganz ehrlich, weil einfach damit das erste Durchspielerlebnis schon so schön passend ist. Weil wenn man halt schon einmal was alles freigeschaltet hat, dann ist das fühlt sich nicht mehr anders, nicht ganz so schön an, sage ich jetzt mal. Wie wenn man alles nochmal von vorne das freispielt. Vor allem bei Let's Play ist es einiges schöner so. Während ich in einer Höhle auf Schatzsuche war, wurde ich eines entsetzlichen Anblicks gewahr. Ein Berg Leichen. Unfassbarerweise begannen sie sich zu erheben, während ich sie nach Gegenständen von Wert durchsuchte. Ich muss in Neutristram davon berichten, bevor es zu spät ist. Scheinbar war es zu spät. Auch die Fundsachen von den Reisenden zum Beispiel, also zum Beispiel das Reisetagebuch, ist zufällig. Ja, zufällig ist das falsche Wort, aber halt generiert. Damit ist es generiert. Das heißt also, mit jedem Run kann man andere Informationen kriegen. Und die Runs werden resettet, wenn man das Spiel neu startet. Also, wenn man ein komplett neues Spiel startet, dann... sehr schön. Ah, neue Fähigkeit. Mit jedem Start eines neuen Spiels, also sprich, man macht das Spiel einmal aus und startet hier von vorne, dann wird neues Leichenexplosion. Okay, das geht mit Viereck. Huch! Nett. Die Toten, sie haben angefangen, uns zu fressen, während wir schliefen. Sie sind überall. Laut, rettet euer Leben. Ah, no, ich bin hier, um euer Leben zu retten. Ah, da sind sie ja schon. Nein, gut ran. Na, komm mal her. Kommt mal ran, Jungs. Ah, ich muss auch noch die Leuchten aussehen. Okay, was hier. Ich merke schon, hätte vielleicht doch auch nochmal spielen sollen. Ich könnte die Schwierigkeitsgrad ja immer noch umändern, aber na. Nix da. Das wird durchgezogen. Ich finde auch die Story hier extrem cool. Und passt perfekt in die Welt von Diablo. Also wie gesagt, wenn ich das Spiel jetzt einmal komplett ausmachen würde, wieder starten würde, würde sich die ganzen Abschnitte hier neu laden und die Begegnungen würden sich wieder ändern. Klammerkeller, den kann ich gar nicht erinnern. Ups. Oh, ein besonderer Zombie. Das sind Boss, das sind besondere Gegner. Die haben besondere Fähigkeiten auch. Wie ihr sehen könnt, die können halt Sumpfziele machen. Okay, und ich glaube, das ist sogar ein besonderer Gegner, den man, der einzigartige Gegner, den man nur, wirklich nur einmal gibt. Weil, hier Branner war der, also, diese Gegner, normalerweise gibt es halt Champions-Gegner, die wir und... Ja, ich Hilfe. Muss mich erholen. Ich sollte mal lieber einen Trank trinken. Also, ich hab zwar keinen Hart, ich hab...
Hier. Ich sag eckig gerade hier. Über die Seuchen wieder, ey. Ja, gut. Okay. Upsi, du. Das ist nicht heftig. Überall die Seuche. Wortwörtlich in dem Fall sogar. Aber gut. Noch steckt da. Mir fehlt Essenz. Ah, das ist keine Essenz mehr. Das ist es eklig. Wo ich glaube, ja, da fliege ich runter. Ja, halt, so ein heftiger Gegner kann natürlich zum Anfang Problem sein. Aber ja, gleich habe ich ihn. Es gibt nämlich auch einzigartige Gegner. Und die, ja, es gibt Erfolge in dem Spiel. Und also einmal halt die Erfolge auf der Konsole, also die man Orden kriegt. Und es gibt noch andere Erfolge, mit dem man Elemente für seine spezifizierte Flagge freischalten kann. Und ja, ich habe jetzt nicht vorgenommen, alle freizuschalten, aber vielleicht kriege ich ja mit dem Run wieder ein paar weitere Elemente für meine Flagge. Aber die sind eigentlich nur für Online-Content wichtig. Und ihr wisst es, merkt es vielleicht schon, Online-Content ist mir relativ egal. Ah, neue Platte, das ist. Stoffkuliker. Ah, meine erste sogar angelegt. Huh. Und hier haben wir die Ruine von Alt Tristram. Das alte Tristram. Diablo wandelte einst auf diesen Boden. Jupp. Das erste Tristram, also noch von Diablo 1. Töte die scheußliche Mutter in alten Ruinen. Die irgendwo ist sie. Ah ja, da ist sie schon angezeigt auf der Karte. Ah, eine Schärfe habe ich auch gefunden, sehr schön. Na gut, aber graue Sachen geben eigentlich nur Rüstschutz in der Regel. Also so richtig vernünftiges Zeug, womit ich halt auch Magie herstelle. Das findet man etwas seltener. Ich versuche erstmal aufs Weg zu gehen, hier oben vorne alles Platz zu machen, was ich finde. Hm, irgendwie kann man das Gefühl, dass die irgendwie Gegner sind. Oder bin ich das nur ein? Vielleicht bilde ich mir das nur ein. Ich glaube auch mit höheren Schwierigkeitsgrad sind noch mehr Gegner da. Glaube ich. Noch mehr Mutis. Das Schöne ist, dass der Stachelangriff so eine richtig schöne Reichweite auch hat. So, noch ein Gegner Tod weg. Schuhe! Hm, wieso steckt das meine? Das heißt also, da ist auch Graus. Ah! Ja, hier haben wir wieder etwas, was halt sich ändert. Die Gerüchte über Folter und noch Schlimmeres werden von Tag zu Tag mehr. Was ist mit Tristram und seinem König geschehen? Ich dachte einmal, dass Leoric ein großer Mann sei. Aber wie es scheint, habe ich mich getäuscht. Wir alle haben uns getäuscht. Er lässt unsere dürftige Armee im Morgengrauen gegen die Westmark marschieren. Was soll aus uns werden? Das ist sogar noch aus der Zeit vor die, also um Diablo 1, aber die Vorgeschichte quasi mit Leoric als König. Ich glaube, das erfährt man in den Spielen, also das erfährt man da definitiv, aber nicht so detailliert. Meine ich. Ich hab Diablo 1 nie gespielt. Der erste Diablo, den ich gespielt habe, war gleich der zweite. Einfacher Dolch. Oh, der ist sogar stärker. Aber naja. Erste Dienerin der Königin. Und ja, die hat keine Chance. Da ist sie down. Das war schön langsam, aber gemächlich. So, und weg ist er. Ah, eine neue magische Waffe. Sehr gut. Kurzschwert. Hm. Naja. So, damit haben wir den Teleporter freigeschaltet. Jetzt können wir uns wirklich halt vom Teleporterpunkt zum Teleporterpunkt bewegen. Das ist sehr nice. Ja, die Schuhe sind schlechter, die Torschuniker. Ein Kurzschwert, was macht das denn? Plus mehr Schaden, plus 2 Erfahrung, plus getöteten Gegner. Plus Erfahrung ist immer gut. Schuhe ist egal. Paragon. Ich glaube. Ha! Sogar die Paragon-Stufe für diesen Charakter ist inaktiv. Nice! Sehr schön. Hier haben wir Quest-Bereich. Also hier werden einmal hier Gebiete erklärt. Kann ich auch vorlesen lassen?
Viele Jahre lang hatten die Dorfbewohner viel zu viel Angst davor, warte mal, das sind die... in die Nähe der Ruinen der verfluchten Stadt Tristram zurückzukehren. Doch mit der Zeit kamen mehr und mehr Abenteurer. Nö. Mit der alten Kathedrale nach Hier haben wir die Auszeichnungen aus dem Spiel. Es wurden hier die Sachen, die wir gehört haben, Reihenfolge. Und hier haben wir auch Monster-Info. Monster-Info werde ich wahrscheinlich dann auch mal vorlesen lassen, aber ich glaube, das mache ich in einem anderen Teil. Das mache ich dann in einem anderen Zusammenhang. So, wie gesagt, das ist wichtig. Ganz wichtig, der Teleporter, mit dem wir halt uns halt, wie gesagt, vom Ort zu Ort bewegen können. Das wird später vor allem wichtig, wenn die Gebiete richtig groß werden. So, bevor wir jetzt einmal da rein mit Ramford reden, will ich nochmal in Leas... Zu dumm, dass dieser Bade sich hat fressen lassen. Ich könnte gerade ein wenig Musik brauchen. Jede Sekunde könnten die Tore durchbrochen werden und du willst ein nettes Liedchen? Fällt dir ein besserer Zeitpunkt ein? Da hat er nicht ganz unrecht. Gut, bevor wir da reden... Ne, kein neues Buch von Lea. Ich glaube, sobald ich mit Ramford geredet habe, ich bin mir echt nicht sicher. Ich liebe die Totenstörer. Das ist einfach eine geile Klasse, muss ich mal sagen. Nekrom, also, ihr wisst sowieso, dass ich Untoten geil finde. So, erstmal mit Lea reden. Onkel Deckard hat lange vermieden, hierher zurückzukehren. Für ihn gab es hier zu viele böse Erinnerungen. Aha. In Tristram hat Diablo den alten König Leoric in den Wahnsinn getrieben und das Volk terrorisiert. Ich weiß nicht, was genau damals passiert ist, aber was es auch war, es war schrecklich. Fast alle der Überlebenden sind wahnsinnig geworden. Na gut, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der Diablo 2 nicht mindestens einmal gespielt hat. Daher weiß man in etwa, was passiert ist. Für die, die es nicht wissen, wie soll ich am besten sagen, Diablo ist ein obermäßiger starker Dämon, der Fürst des Schreckens und einer der sieben Fürsten der Hölle gewesen. Er gehört zu den stärksten der drei großen Übel. Und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen schwer zu erklären, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt. Er ist jedenfalls oberböse und hat die Menschen in den Wahnsinn in den Tod getrieben. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Interessant. Sollte er noch am Leben sein, könnte sich sein Wissen als nützlich erweisen. Mein Meister wäre stolz. Und dafür gab es eine Schärpe und ein Level. Sehr gut. Quest beendet. Skelettmagier! Aber den habe ich da schon von meinem Mitbewohner gehört. So, die Schärpe. Na gut, das ist gut weniger, aber bringt Leben. Ah, gut, und die Fertigkeit. Das ist dann der Knochenspeer, wird dann zum Skelettmagier. Gut, ich weiß, er hält nur temporär, aber ich will auch Beschwörung machen. Ich mache voll auf Beschwörung. Ich werde euch dabei helfen, euren Onkel zu finden, Lea. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Ramford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. So, und dann, ich glaube, jetzt sollte aber ein neues Tagebuch da sein. Sollte, glaube ich. Die Flügel sind voll cool. Was machen wir hier in meinem Zimmer? Jawohl. Ein Wunder ist geschehen. Eine Heldin, wie aus einer der Geschichten von Onkel Deckard, ist aufgetaucht und hat uns gerettet. Ich weiß in meinem Herzen, dass mein Onkel noch lebt. Und ich bete, dass die Heldin ihn sicher nach Hause zurückbringt. Das kriegen wir auch noch in Lea. Aber ich bin Neutristan, ich muss nur in einen Ruin. So war das. Upsi. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Danke. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Habt ihr euren Vater gekannt? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger. Er starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. Das Klettmager ist lustig, definitiv. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mehr Value hätte er wirklich. Es macht nicht wirklich groß Sinn, den zu beschweren, wenn er halt nur temporär bleibt. Vor allem, ich glaube, das kriegt ganz schön Essenz. Na gut, werden wir mal gucken. Also, ich werde es erstmal behalten. Aber gut, werden wir mal gucken, wie er sich spielt. Ich werde den Charakter niemals online spielen, weil da ist wirklich rein weg fürs Let's Play. Aber ich würde schon mal ein bisschen scouten, wie sich die Totenführer spielen. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. Oh, es macht Spaß, dass ich das so gut machen. Bestimmen diesen Ort. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen. Aber ich habe ihnen nie geglaubt. Ja, Adria ist definitiv eine Hexe. War.
Gattin? Hier haben wir einen besonderen Zombie-Gegner. Da hat man Daten. Man hatte schon gehört von ihnen als Überlebenden, ne? So, ich glaube. Oh ja, der macht Eisnova. Das ist dieser Angriff. Ah, ich habe sogar. Ui, ich habe viele gespürt. Nice. Coole Sache. Aber wie gesagt, die bleiben halt nur temporär. So, wenn wir sehen, ich glaube, wir kriegen es nicht mehr hin, weil früher. Das ist neu. Die ist sogar besser, die Schärfe. Also, ich glaube, sie gibt einen Intelligenzbonus. Sehr schön. Und brauchen wir Leben pro Sekunde. Das ist gut, weil unser Hauptattribut ist ja Intelligenz und damit machen wir auch mehr Schaden. Deswegen, nice. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Jupp. Ihr bleibt besser hier und versucht weiteres in Erfahrung zu bringen. Ich kümmere mich um euren Onkel. Vielen Dank. Elden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. Zur Information, Aiden ist die Figur, die man in Diablo 1 gespielt hat, im ersten Teil dieser Reihe. Wie ist eure Mutter gestorben? Nun, die Details sind schwammig, aber ich weiß, dass Adria davon besessen war, dem Arkan hinterherzujagen. Sie wusste genau, dass sie niemals ein Kind würde großziehen können. Onkel Deckard glaubt, dass der Wahnsinn und der Schrecken in ihrem Leben sie am Ende eingeholt haben. Höchstwahrscheinlich ist dem so. Gut, aber da wollen wir weiter. Wir wollen ja immer noch den guten alten Deckard Cain retten. Mal wieder. Der hat die Angewohnheit, sich retten lassen zu müssen. Anspielung an Teil 2. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. Sehr schön. Ah! Sehr schön, die erste Rune für unsere Fähigkeiten. Runen verändern Fähigkeiten. Ein sehr schönes Detail und kann damit die Nützlichkeit und das Einsetzen und die. Also, es ändert ziemlich viel an den Runen. So, der Knochenstachel, was machen die denn? Betäubt Gegner gelegentlich. Naja, besser als nichts. So, meistens, yep, sehen sie auch ein bisschen anders aus. Also, viele Sachen haben halt nur wenig Auswirkung, andere sind aber schon von sehr hoher Qualität. Wie auf die Straße nach Altristra. Wir sind gleich an der Kathedrale. Die Seele hat noch nicht ihren Frieden gefunden. Ja, und schon betäubt. Sehr cool. Eigentlich gleich mal so schlecht. Mit den Stacheln geht man sich auf Abstand halten. Und dann die Magier draufknallen lassen. Vor allem so viel Energie, ich wieder recht schnell neue Essenz. Das ist schon nice. Wie viel kann ich denn auf einmal beschwören? Kann ich nur. Ja, bis zu 5. Das ist ordentlich. Ach, die Kathedrale von Tristram. Problem ist halt, die halten die Schippe sonst noch lange an, ne? Naja, ein paar Aufstandene. Das ist schon kein Problem. Oder nur ein geringes, sage ich mal lieber so. Sehr schön. Beide besiegt und es ist wieder voll. Na gut, dann. Wollen wir mal unseren ersten Dungeon, die Kathedrale. Aber erst im nächsten Part, vor der Cliffhanger. Ich würde euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr es wollt. Macht es gut.